Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge hier von der Holzemap im LS19. Ja, die Nacht bricht so langsam aber sicher herein. Das bedeutet für uns, wir müssen noch Vollgas geben, um hier mit dem schönen Johnny die letzte Fuhre oben noch vom Feld pünktlich reinzubringen. Das wird heute noch unser To-Do sein. So, dann fahren wir gleich mal hoch. Der Drescher ist jetzt gerade voll, ist stehen geblieben. Und dann haben wir noch, ich schätze mal so roundabout 2 Bahnen, 3 Bahnen. Und dann sind wir oben auch schon bereits fertig. Dann habe ich nebenher noch das Feld, das habe ich komplett vergessen, komplett aus den Augen verloren, wo wir ja bereits angefangen haben zu grubbern. Habe ich noch vorhin zu Ende gemacht, damit wir da weiter ansehen können. Und ich muss mal noch schauen, was ich da genau ansehe. So, was haben wir denn noch für Lichter hier? Noch das Fernlicht dazu. Ja, das heißt, heute mal wieder eine Folge in der Nacht. 20 Uhr wird eigentlich auch mal Zeit für einen Feierabend. Aber ja, für die Bauern gilt halt, erst wenn die Arbeit getan ist, ist Feierabend. Und somit gehen wir noch kurz hoch und holen die letzten Fuhren. Ja, und in der heutigen Folge, ja, ich möchte jetzt keinen Real Talk oder wie auch immer draus machen, sondern einfach mal euch meine Gedanken wieder kundtun und ich erhoffe mir, na klar, ein kleines Feedback, eine Rückmeldung von euch. Und zwar geht es um das Thema Likes, Dislikes und ja, ein YouTuber oder auch ein Hobby-YouTuber wie ich lebt von diesem Feedback, weil es gibt nun mal Leute, die schreiben ungern einen Satz und somit reicht mir auch schon ein Like, wo ich erkenne, okay, demjenigen gefällt das, was ich hier tue oder dementsprechend halt auch nicht. Und mir ist aufgefallen, schon bereits vor meinem LS-Burnout sind die Zahlen ein bisschen zurückgegangen. Und nachdem das halt der einzigste Anhaltspunkt für mich ist, und hier geht es nicht um, oh, er will Klicks abgreifen, sondern ist es für mich wichtig als Feedback, macht es überhaupt noch Sinn, das auf meinem Kanal zu bringen oder nicht? Das ist mir halt aufgefallen, dass die Zahlen einfach zurückgegangen sind. Und da würde ich dann halt gerne mal eure Einschätzung wissen. Wie sieht das Ganze bei euch aus? Besteht Interesse am LS19 noch auf meinem Kanal? Wenn ja, ein Like. Wenn nein, ein Dislike. Dann habe ich mal irgendwo so ein kleines Feedback von euch und weiß, wie ich hier weitermache. Weil ich spiele das Spiel schon gerne. Ich kann es na klar auch gerne nur für mich spielen, falls hier das Interesse nicht mehr ganz so groß ist. Und dann habe ich mir halt öfters die Gedanken gemacht, weil ich bin einfach selber so, ja. Ich schaue genauso wie ihr viel YouTube und ich denke mir immer, okay, ich habe jetzt 20 bis 30 Minuten Unterhaltung gehabt und wenn ich so lange dran war, dann gibt es auch ein Like, ja, weil mir das dann gut gefallen hat, etc. Und dementsprechend stellt sich mir halt immer die Frage, warum ist es für viele so schwer, ein Video zu liken? Kommentar, verstehe ich, ja, dass da nicht jeder Bock hat. Oder wenn ich am Handy bin, habe ich auch keinen Bock, einen Kommentar einzutippen. Aber ein Like ist bei mir eigentlich immer drin, sofern mir, na klar, das Video gefallen hat. Disliken mache ich grundsätzlich nicht, weil ich erstens die Arbeit hinter den Videos schätze, vermutlich weil ich halt auch weiß, was dahinter steckt. Ja, und dementsprechend gibt es bei mir kein Dislike, aber ein Like, wenn er berechtigt ist, lasse ich immer da. Es ist halt, ja, immer das leidige Thema. Einerseits versucht man, sich nicht zu beeinflussen lassen. Da werden immer viele reinschreiben, ja, ignoriert zum Beispiel die Dislikes oder mach einfach das, worauf du Bock hast. Aber trotzdem orientiert man sich an der Reaktion, an der Bewertung auf das Video.
Es ist nun mal der einzige Anhaltspunkt, durch das, dass ich nicht direkt mit euch kommunizieren kann. Deswegen nervt mich halt das auch immer und immer wieder, wenn dann so ein Geschwafel kommt mit, boah, der will nur die Likes abgreifen und hier Kohle verdienen, was weiß ich. Obwohl vielen einfach nicht klar ist, ich verdiene kein Geld damit, das ist mein Hobby. Ich gehe ansonsten 40 Stunden in der Woche meinem normalen Beruf nach und das hier ist nur meine Freizeit. Das hat nichts mit Geld verdienen zu tun. Das ist immer so ein bisschen, ihr merkt da ein kleines Reizthema bei mir. Viele wollen mich dadurch nur triggern, schaffen sie nicht. Aber es ist halt ein leidiges Thema, das dann immer wieder aus den Kommentaren rauszublocken. Ja, da zensiere ich ganz klar. Ich bin für Zensur auf meinem Kanal, weil warum soll ich mich hier irgendwo ein schlechtes Licht rücken lassen und mich beleidigen lassen? Ich habe schließlich hier ja, das Hausrecht. Ja, das ist nun mal so. Klingt nicht schön, aber das ist einfach die Wahrheit. So, jetzt hätten wir eigentlich noch nebenher, vor lauter Schwafeln, hätten wir ja den Drescher gleich noch weiterlaufen lassen können. Aber ja, da habe ich mich jetzt kurz ablenken lassen. So, dann machen wir mal hier weiter. Oh nee. Könnt ihr euch daran erinnern, wir haben ja in der letzten Folge hier zweimal Vorgewinde selbstständig gefahren und dann den Kurs eingefahren. Und ich habe den Kurs logischerweise nicht abgespeichert. Dementsprechend müssen wir jetzt die letzten zwei Bahnen einfach selber fahren. Ja, einfach eine schöne Abwechslung. Heute mal ein bisschen labern und nebenher arbeiten. Kann man mal machen, wenn man will. So. Ja, das Ding ist einfach, ich habe schon längst damit aufgehört, es jedem recht machen zu wollen. Die Zeiten, die sind schon lange vorbei. Aber trotzdem ist es halt immer wieder ein Thema, von dem man nicht drumherum kommt. Mir wäre es am liebsten, es gab ja früher die Funktion bei YouTube, die kennt, ich schätze mal, der Großteil von euch kennt die Funktion nicht mehr. Und zwar, dass man eine Videoantwort geben konnte, ja. Eine viel, viel bessere Interaktion mit den Zuschauern, bla bla blub. Das würde ich mir wünschen, wenn sich zum Beispiel mal Leute einfach hinsetzen. Zum Beispiel, wenn einer meint, ich habe da nämlich so einen Kollegen, Grüße gehen raus an dich. Mach ruhig weiter, deine Dislikes supporten mich auf eine andere Weise, egal wie, aber es ist Support. Das wird er nie verstehen, aber mach ruhig weiter. Wenn so einer zum Beispiel einfach mal hinsitzt und das Ganze selber versucht zu machen, um zu merken, was steckt dahinter, es ist nicht so einfach. Eigentlich ganz pauschal gesagt, Freunde. Wenn es so einfach wäre, ja, YouTube zu machen und erfolgreich zu machen, bla bla bla, ihr kennt ja das ganze Szenario, was dazu gehört. Dann mach's doch mal. Zeig doch mal, was du kannst, ja? So. Dann gehen wir noch die letzte Bahn runter und dann sind wir endlich fertig. Und ich hoffe, die Frau wartet schon mit dem Abendessen. Schon recht spät geworden jetzt. Heißt, hier können wir dann direkt weiter wieder das Zeug aufsammeln, wieder grubbern. Die Kühe sind soweit versorgt. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist ein bisschen putzen. Und dann kommen wir eigentlich gut voran. Ich möchte auf jeden Fall die Map mal noch so lange, egal ob jetzt für mich oder mit euch, spielen, bis ich Gülle und so weiter auch mal sozusagen in den Händen hatte. Ich habe nämlich eine Map noch nie so lange gespielt, dass es da dazu gekommen ist.
So, noch einen Turn. Ah ja. Volllicht haben wir hier auch noch. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal froh, wenn vielleicht der eine oder andere mal so ein kleines Feedback in die Kommentare schreibt, mal seine Einschätzung mit uns teilt, wie er das Ganze sieht. Egal, ihr dürft gerne Kritik ablassen, da habe ich gar kein Problem damit. Was findet ihr gut, was findet ihr schlecht? Liked ihr, schaut ihr nur? Seid ruhig offen und ehrlich, ich werde keinen verurteilen in dem Sinn, sondern nur, dass ich auch mal eure Hintergründe verstehe, ja? Ich sitze na klar nur hier und kann für mich das Ganze einschätzen und ich nenne es mal mutmaßen, ja. Ich habe ja keine Zahlen, Daten, Fakten. Aber wenn ich dann mal eure Hintergründe verstehe, warum ihr so handelt, wie ihr handelt, wohlgemerkt, es ist ja nur ein Bruchteil, ja, dann denke ich mal, wird es für mich auch ein bisschen klarer, das Bild. So, irgendwo hier oben müsste ja noch unser Wagen stehen für das Schneidwerk. Eine Ballenpresse müssten wir ja noch haben. Wir haben ja Heuballen gemacht. So, hier ist der Wagen. Von der anderen Seite haben wir den, glaube ich, aufgeladen. Oder nicht? Ich glaube, ich habe da das Feld so halb kaputt gefahren. Ja, war doch von der anderen Seite. Alles klar, da kommt er auf den Knopf. So, ich hoffe, dieser Saatgutgedöns steht mir jetzt nicht im Weg. Zapfwelle zuerst abbauen. Das sieht man hier jetzt schlecht und ich weiß gerade nicht. Wo ich die Taschenlampe habe. Pass mal auf. Ich muss ja eh noch reinschauen. Wahrscheinlich unter T wie Taschenlampe. Ah, nee. Unter F. So. So, Zapfwelle weg. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt das ganze Ding noch runter. Durch das, dass wir ja noch den Bauch haben, Bauch voller Weizen, wörtlich und im übertragenen Sinne, können wir auch den direkt dann unten umladen. So, dann brauchen wir noch Warnleuchte und los geht's. Ein paar Tiere brauchen wir noch. Ich will da auch noch mal aufstocken, dass das Ganze auch mit der Gülle schneller geht. Ich habe schon noch so einiges im Kopf. Wir brauchen noch unbedingt eine Wasserinstallation. Da habe ich auch schon was. Grastrocknung und. Hab da schon noch einige Dinge, die ich gerne noch ausprobieren möchte. Aber ich bin auch am Überlegen, jetzt endlich mal ein bisschen mehr Multiplayer zu machen, also mit euch. Da könnt ihr mir ja schon mal in die Kommentare schreiben, wer da dazu Bock hätte. Dann hätte ich das so geplant im Stream. Die Krempach-Map würde ich gerne mal testen. Ohne Mods, weil das mit den Mods ist immer so, so ein Problem.
Jeder muss sie dann runterladen, etc. Nee, die würden wir dann sozusagen Vanilla spielen. Und gegebenenfalls, wenn hier YouTuber sind, wäre es na klar noch besser. Könnte man hier vielleicht so ein kleines Multiplayer-Projekt auf die Beine stellen. So, den Glas haben wir ja neu gekauft und ich habe noch gar keinen wirklichen Unterstand. Ich muss mal schauen, ob der unten in die große Halle passt. Schön wäre es ja, na klar, wenn wir den oben zum Big X oder Big M, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube Big M stellen. So, sind wir heil angekommen. Wir laden das dann gleich noch über in den Ladewagen und somit sind wir oben fertig und es kann weitergehen in die nächsten Schritte. Ja, heute mal ein bisschen Smalltalk während der Arbeit her. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich sag's mal so richtig arrogant, ich erwarte natürlich ein bisschen Feedback von euch. Und in dem Sinn bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Bis zum nächsten Video wieder. Euer Yogi.